Willkommen zurück bei Ni No Kuni, liebe Freunde, und hier in der Glitzergrotte. Ja, wo es in der letzten Folge ein bisschen mehr schlechter als recht lief, aber wir haben ja durch eine Taktikanpassung doch noch Erfolge verbuchen können, nachdem wir einmal neu gestartet haben. Konnten die Kisten da im linken Bereich looten, aber wir haben festgestellt, da ist eine Sackgasse. Ja, und wir müssen tatsächlich hier den rechten Weg entlang. Das Ganze basiert auf dem Prinzip jetzt, dass ich ein bisschen aggressiver spielen muss, um so schnell wie möglich den Frostfakir aus dem Geschehen zu nehmen. Und das mache ich, indem ich einfach den Zauber Feuerball wirke auf den Frostfakir, um ihn zu markieren und dann den allgemeinen Angriffsbefehl gebe, damit er tatsächlich... Jetzt habe ich nochmal alle Blocken gedrückt. Eventuell hat das gebracht. Was gebracht? Ich weiß es nicht. Nee, so schnell natürlich nicht. Und die Gruppe droppt wie Sau. Wenn der seinen scheiß Zauber durchkriegt, ist das richtig, richtig Aua. Aber so richtig Aua. Also ist nicht schön. Ist nicht schön. Aber jetzt ist der Frostfakir gleich tot. Esther auch. Nee, Esther überlebt. Uiuiuiui. Ich bräuchte eventuell auch mal ein Heal. Könnte jetzt nicht schaden. Nimm ich auch. Ja, wie gesagt, vor diesem Frostmoped hier habe ich echt Respekt. So. Jetzt mach den Rest doch mal bitte tot. Alter Schwede. Das geht ja gar nicht gerade klar. Jetzt müssen wir hier nochmal... Hier auf den da mal bitte. Ich verteidige mich. Ach, das ist nur wieder so ein... Alter, ich kann mich nicht nochmal verteidigen. Die casten aber die ganze Zeit auf mich. Soll mir recht sein. Alter Schwede, da fällt mir wieder die halbe Welt auf den Kopf. Ihr spinnt doch. So, jetzt macht dieses Vieh doch mal kaputt. Gut, oh, Lebensknödel. Die nehme ich natürlich noch mit. Gut. Also, wie gesagt, ihr seht, wenn man diesen Frostfakir nicht schnell genug wegburstet, macht der einfach so massiven Schaden auf die Gruppe. Ey, das ist echt nicht feierlich. So, wo muss ich denn hin? Ich muss da rum. So, hier habe ich First Hit. Jetzt sag nicht, hier ist auch eine Sackgasse. Nee, frostige Fürstin mal zwei. Ja, komm, da greifen wir natürlich direkt mal die obere an. Ist mir egal. Und die knattern wir jetzt weg. Hoffe ich mal, dass wir die recht zügig wegknattern. Nein, Esther ist tot, weil sie in dieser Siffe stehen geblieben ist. Wie dumm kann man denn bitte sein? Jetzt weiß ich auch, woran sie gestorben ist. Das habe ich im letzten Video ja noch gar nicht gesehen. Einfach weil sie in der Siffe stehen bleibt. Ist natürlich super schlau. Ja komm, dann mach den jetzt. Ist mir jetzt auch egal. Hauptsache, hier stirbt nochmal schnell einer und ich bin's nicht. Steinerne Starre hat irgendwie fehlgeschlagen. Ach so, ich bin auch relativ low, stelle ich gerade fest. Aber da hinten liegt noch ein Knödelchen, das hole ich mir mal. Und hier machen wir nochmal eine lindernde Hand auf dich. So, ich hoffe mal, geh doch bitte aus diesem Feld raus, du dummes Vieh. Bleibt der da einfach stehen. So, aber jetzt ist das Vieh auch weg. Naja gut, gebe ich erst ein Brötchen. Ja, schon wieder nicht optimal, aber dass die Pets da einfach drin stehen bleiben. Hätte ich ja ein bisschen mehr Intelligenz zugesprochen, dass die einfach selbst mal rausgehen. Aber ne, wie war schon der gute Spruch in The World of Warcraft? WoW is easy and sometimes there is fire. Do not stand in the fire. Huch, wer ist der denn? Der sieht aber nicht, der sieht doch, wollte ich gerade sagen, der sieht eigentlich freundlich aus, aber ich gebe Esther erstmal hier so ein kleines Sandwichbrötchen. So. Dann, wer bist du denn? Tach. Hä? Was? Aber was sei denn los? Kein versteckter Durchgang hinter dieser Wand? Hallo? Ach, ich muss da weiter. Verstehe, also hier rum. Hä? Ach, hier runter. Und dann da lang. Muss ich hier wieder gegen dieses komische Vieh kämpfen. Oh Mann. Oh, so ein Triple-Vieh. Da habe ich ja auch noch Angst, dass die dreimal in Folge diesen komischen Schrei machen. Dann wäre natürlich auch ziemlich fatal. Tierischer Lärm. Alter Schwede. Ich breche das mal ab. Und ich gehe mal auf allgemeine Abwehr. Wenn die den jetzt dreimal machen, one-shotten die mich doch. Alter, das ist doch nicht der Ernst. Alter.
Moment, ich muss mal ganz kurz Eier rufen. Oh, Seppo, Topmann, Topmann, ambitioniertes Gameplay, so lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Und Tränenschleier, oh, jetzt gibt's aber Heal satt hier. Wir sind ja Top-Mitspieler. So wünscht man sich das ja von seinen computergesteuerten Freunden. Ah, das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut. So, jetzt möchte ich bitte auf Olli wechseln, Zauber, und wir machen jetzt einen Feuerball. Welcher ist denn am nächsten dran? Du bist am nächsten dran. Und jetzt machen wir Attaché. So, und jetzt knattern wir mal eine Runde auf dir rum. Was hast du davon, Bastard? Naja, und wie du siehst, wir schaffen es dank Fokusfeier, einfach mal einen von euch aus dem Kampf zu nehmen. Oh. Nein! Jetzt macht er wieder hier seinen tierischen Krach. Na gut, der hat jetzt nicht allzu viel Schaden gemacht, da heile ich mich mal. Ja, und wir nehmen euch einfach auseinander. So muss das sein. So stelle ich mir das doch vor. So, zack, weggeburstet. Da haben wir uns aber mit Glück aus der Affäre gezogen. Also wie gesagt, dreimal tierischer Lärm in a row. Ist ziemlich finster. Wundert mich, dass sie da nicht irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, so eine Fairness-Sperre eingebaut haben, aber ihr wisst, was ich sagen will. Also, dass die halt gewisse Sachen unmöglich halt machen, aber anscheinend wird ja hier wirklich mit harten Bandagen gespielt. Was kann ich denn hier machen? Komme ich darüber? Muss ich darüber? Ich weiß es nicht. Ach, da hinten ist nur eine Kiste. Ja, Moment, die Kiste hole ich mir natürlich noch. Einmal kurz die Kiste kisten. Was? Ich habe jetzt gelesen, ein Beutel Phönixhoden, aber ich glaube nicht, dass das Phönixhoden hieß. Was? Phönix-Odem. Der Odem eines einer geheiligten Bestie. Er steht im Ruf, selbst den waghalsigsten Krieger wiederzuleben. Bringt alle Verbündete zu... Was? Alter! Wie immer ist denn das bitte? Wo gibt's denn den Laden, wo ich die Sachen kaufen kann? Krasser Scheiß. Also einfach mal nicht wie nur mit der Feder ein, sondern gleich alle wiederbeleben. Was jetzt? Spring. Ach du Kacke. Hilfe! Ui, also das ist quasi Point of No Return. Ja, soviel zum Thema. Wir machen nochmal die Lebenspunkte voll. Das wird nicht funktionieren. Hoffen wir mal einfach, dass hier nicht noch 100... Ach du Kacke. Ich muss hier, glaube ich, über diese kleine Brücke. Hier ist natürlich alles voll mit Gegnern. Mann! So, dann machen wir natürlich unsere Olli-Feuerball-Auswahl-Markierungstaktik. Feuerball auf hier, Kollege Sasquatsch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob mein Feuerball noch durchgeht. Wahrscheinlich nicht. Aber fast klar. Gift-Odem, Feuerball auf ihn bitte. So, jetzt möchte ich den bitte wegbursten, aber so schnell wie möglichst. Damit er hier nicht nochmal einen seiner tierischen Lärmkacken macht. Oh, ich bin... Was bin ich? Weiß ich nicht. Ich war kurze Zeit disabled. Aber jetzt geht's wieder. Mana. Oh, goldene Essenz. Ja, jetzt mach doch auch einen Trick. Los, los. Goldener Trick. Goldener Trick. Goldener Trick. Er macht kein doch innere Stärke. Da, er macht was. Er tut es. Was tut er? Ich weiß es nicht. Er hat irgendwas gemacht und es hat keinen Schaden gemacht. Was ein dummes Ding. Ja, verstehe ich nicht. Muss man auch nicht alles immer verstehen in diesem Spiel. Alter, er hat irgendwen gebufft. Oh, Mana. Den brauche ich noch. Es hat noch geblinkt im Kopfhörer. Also werde ich das noch aufgesammelt haben. Wie gesagt, über jeden Punkt Mana. Oh, ich habe auch gleich ein Level Up. Das ist natürlich... Das ist super. Dann bin ich ja wieder voll mit Mana. Ja, wie gesagt, mehr Erfahrung, weil ich ja diesen Erfahrungsperk gekauft habe. Dadurch level ich natürlich jetzt insgesamt schneller. Das ist auch eine gute Sache. Oh, hier gibt es wieder eine Wegspaltung. Ich bräuchte... Da hinten geht es wieder anscheinend nicht weiter. Oder? Nö, ich weiß nicht, was dieses geheime Wegmann-Moped-Ding da mir sagen will. Ich gehe mal nach oben. Huch, was jetzt?
Aha. Mama! Ist das der Ort? Gut möglich. Der Schlund des Bergkönigs scheint ein passendes Versteck für die seherische Magie der Altverordneten. Die Macht, Seelen zu retten, ist sie wirklich... Aha. Ja, gut. Die waren also tatsächlich hier. Wir bilden uns das nicht ein, nicht? Hat überall gesucht. Weiter sind wir ja hier auf der richtigen Fährte anscheinend. Ich dachte, wir sind auf der richtigen Fährte. Oh, hier kann ich... Ach, hier kann ich eine Brücke bauen. Moment, Brücke bauen funktionierte mit Brücken bauen. Brücke. Brücke. Tröpfchen. Schau mal nach oben hier. Ach. Ja gut, da muss man auch erstmal drauf kommen. Also muss ich den einfach mal ganz kurz hier auftauen, glaube ich. Nein. Nein. Schockwellen. Ach so, ich muss mal Erdbeben simulieren. Verstehe. Das gute Ausprobierprinzip. Einfach überall mal draufdrücken. Irgendwas wird schon passen. So, da unten ist eine Kiste. Da komme ich aber jetzt nicht dran. Muss ich jetzt hier die Dinger wegschmelzen? Ich glaube. Machen wir mal einfach Schmelze, Schmelze. Mal gucken, ob das funktioniert. Wo ist, haben wir denn den Feuerball? Moment, da. Boah, jetzt fordert mich das Spiel aber auch mit Rätseln. Und vor allen Dingen, was fies ist, das kostet alles Mana. Ich hoffe, dass hier am Ende, dass ich nochmal speichern kann vor dem Bosskampf. Denn sonst habe ich ja wirklich ein Problem. So, wo geht's nun lang? Huch, hier komme ich ja... Hier käme ich ja rum. Ach so, da komme ich jetzt unten zu der Kiste, ne? Sind da Viechers? Jetzt kann ich das hier wegschmelzen. Brauche ich das nochmal? Ich glaube nicht, ne? Machen wir das einfach mal ganz kurz mal weg. Ey, wenn da jetzt nicht... ich weiß nicht, was drin ist. Dass sich das lohnt, was ich hier tue. Habe ich mich natürlich selbst in die Sackgasse manövriert. Und dann alles nur für diese Kiste. Eine Fiole Elixier des Weisen. Also nicht sonderlich großartiges Zeug. Naja. Naja. Ach Gott, da sind noch mehr Viecher. Ich könnte mal ganz kurz, wenn wir mal dabei sind, einmal... Upsa. Doch, meine... Pets füttern, was habe ich denn? Verteidigung. Wer mag denn Verteidigung? Na, fangen wir mal erstmal mit den üblichen Verdächtigen an. Du magst Angriff. Flinkheit, Flinkheit, mehr Flinkheit. Ich habe nur Flinkheit. Das ist natürlich schlecht. Nike mag Flinkheit, aber die benutze ich ja im Moment gar nicht. Lafke mag Flinkheit. Komm, Lafke, du kriegst mal hier flinke Flinkheit. Mach mal. Ja, und dann geht er ab. Wie eine Wuchtbrumme. So, kriegst du noch eins. Kann ich dir noch eins geben? Oder bist du satt? Ach nee, du hast schon drei Herzen. Naja, wirst du träge. Gehen wir mal da raus. Ja komm, Nike, du magst ja auch Flinkheit, glaube ich, ne? Komm, kriegst du auch nochmal was. Da freut sich die Nike. Gut, dann haben wir das auch. Jetzt haben wir noch mehr Flinkheit. Wer mochte denn noch Flinkheit? Haya, du mochtest Flinkheit? Mochtest du das? Nee, oder? Nein.
Ich kann mir sowas nie merken. Nashi mocht es auch nicht. Du auch nicht. Ja, sonst habe ich... Was habe ich denn sonst noch an Futterchen? Moment, das war Verteidigung. Da könnte ich ja mal... dem Gunther mal eine Verteidigung geben. Ich weiß, das magst du nicht unbedingt. Aber du kriegst immer so ein Mini eine auf die Omme. Oh, du magst Verteidigung. Ja, das ist natürlich praktisch, Gunther. Ja, komm, dann kriegst du noch einen. Warum du Verteidigung magst, muss ich nicht verstehen, aber naja, passt schon. Genauigkeit. Du hast... Wer könnte da ein bisschen genauer werden? Ja, komm, kriegst du noch mal eine so eine Genauigkeitspastete. Dann triffst du auch. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich mich verklickt, verdammt. Was habe ich dir jetzt gegeben? Flinkheit. Das war natürlich nicht so schön. Ich wollte dir doch noch Genauigkeit geben. Magst du zwar auch nicht, aber passt schon. So, wen haben wir denn noch? Flinkheit für... Du bist eigentlich flink. Du hast jetzt eigentlich schon genug. Na komm, kriegst du auch noch mal eine Flinkheit. Steigst ja auch da noch ein bisschen. Ach komm. Nashi auch noch mal. Dann haben wir das ja hier auch durchgefüttert. Mehr haben wir ja nicht. Und wir können hier uns auf diesen Kampf konzentrieren. Gegen diesen Typ von hinten. Und danach müsste ich ein Level up haben. Das heißt, ich kann... Oh, bitte. Das ist aber ein ziemlich finsteres Moped. Sasquatch Papa. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Zauber! Feuerball! Ich möchte den bitte, den Papa des großartigen Übels, jetzt aber sofort mal wegknattern. Aber sofort. Bitte. Sofort. Ach, Sven, was ist denn mit dir los? Wieso kriegst du... Alter! Alter! Zauber! Tierischer Lärm. Allgemeine Abwehr. Hat das vielleicht geklappt? Bitte, 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 bitte. Nein! Zauber, Lindenrand, Sven! Ich sterbe, ich muss da lang. Attaché, Attaché, haut diesen komischen Papa mal weg. Das geht ja gar nicht gerade klar. So, Esther. Nein, jetzt macht er auch noch einen Schneesturm. Ich möchte nicht. Kann ich Esther noch retten? Kann ich sie retten? All das und noch viel mehr erfahren wir in der nächsten Folge. Natürlich nicht. Diesen Kampf machen wir natürlich noch zu Ende. Alter Schwede. Zauber, Lindenrand. Mein Gott, droppt die Gruppe. Aber wir haben es geschafft, ohne Tote. Oh, alter Schwede. Ja, liebe Freunde, das war wirklich sau, 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 sau knapp. Aber Uli hat ein Level up. Und das bedeutet, wir haben wieder volles Mana. Was? Und ein Schneerettich? Aha. Was immer auch ein Schneerettich ist. Kurzschluss. Ja, Mensch. Da haben wir jetzt hoffentlich keine Kurzschlussreaktion. Wo muss ich denn jetzt schon wieder hin? Ach, ich muss da so rüber. Ah, super. Jetzt muss ich hier wieder Sachen wegbrutzeln. Ich mag das nicht, weil das einfach nur Mana kostet. Mann, Mann, Mann. So, jetzt gucke ich nochmal. Wie viel Leben fehlt denn? Na komm, machen wir jetzt nochmal eine Lindenrand und da auch. Dann sind die wenigstens ein bisschen voll. Das Mana muss ich ja sowieso ausgeben. Kann ich ja nun nicht ändern. Was haben wir da hinten? Da hinten ist eine Kiste. Da muss ich hier nochmal diese Schmelze einsetzen. Mann, ey. Also, da hätten sie wenigstens das machen sollen, dass die Zauber keinen Mana kosten. Wäre ziemlich fair gewesen. Oder man muss es halt tatsächlich so timen, dass man immer mit Level in diese Dungeons geht, dass man definitiv Schokoladenkonfekt, dass man definitiv ein Level-Up da drin hat, denn sonst kann ich mir das irgendwann ziemlich eklig vorstellen. So, Moment, was habe ich denn jetzt hier gekriegt? Kann ich hier noch was füttern? Angriff!
Wichti! Attacke, Angriff! Ja, und er steigt da um 2 Punkte. Das ist ja nicht falsch. So. Sehe ich da Feinde? Ich sehe... wie komme ich denn da rüber? Ich weiß es nicht. Es ist ja alles so verwinkelt und verwoben. Da blickt doch kein Mensch durch. Ach, da haben wir wieder so eine Knatterfee. Na komm. Ich glaube, die machen wir nochmal fix. Von hinten. Ja, von hinten. So, ach, da ist auch wieder der Frostfakir dabei. So, Olli. Zauber. Feuerball. Wir bursten den Frostfakir. Jetzt. Go, go, Frostfakir killen. Jetzt. Nimmt ihn in die Zange, nimmt ihn in die Mangel. Aber so richtig, bitte. So, Frostfakir ist weg. Linderland auf ihmchen. Tierischer Lärm. Ja, da ist eigentlich jeder gefährlich. Wie gesagt, der kann den tierischen Lärm machen. Die komische Tante da macht ihren schwarzen Fleck, wo die Pets von mir wieder drin stehen bleiben. Alter Schwede. So, jetzt mache ich aber nochmal einen Feuerball. Schnauze voll hier. So, auf den bitte Attacke. Go, go. Zauber Linderland Esther. Gut, die haben wir auch wieder voll. Und dann ist der auch weg. Oh, hier gibt's Mana, 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 Mana. Und überhaupt alles. Das sammle ich natürlich noch ein. Gut. Ja gut, wirklich mit dem Perk merkt man doch, dass ich jetzt ja fast nach jedem Kampf Level Up habe. Also der Perk ist richtig, richtig gut. Ja, hier gibt's ja massig Levels. Wie komme ich denn da oben dran? Komme ich da hoch? Muss ich da hoch? Achso, hier kann ich erstmal mit ihmchen Piu Piu machen. So, was haben wir hier? Ein Heiligenschild. Ja, den müssen wir uns ja nochmal fix angucken. So, wo kam ich her? Wo muss ich hin? Ach, ich muss da oben hin. Da so lang. Aber ich guck mal ganz kurz nochmal das Schildchen an. Ist das besser als dein Schild? Schauen wir mal. Ja, das ist besser als dein Schild. Das habe ich ausgerüstet. Schützt vor Zauberblockaden. Ja gut, du bist jetzt ja nicht der Zauberer, aber naja. Ach so, Moment. Und das stärkt den Angriff noch dazu. Ach, verstehe. Und das blockt einfach nur. Aber es blockt wesentlich mehr. Moment, dann geh mal da raus. Wer trägt denn noch ein Schild? Du trägst ein Schild? Ja, du hast dasselbe Schild und du trägst kein Schild, ne? Ja, da weiß ich noch nicht, wer es tragen soll. Na gut, aber an dieser Stelle machen wir erstmal einen Cut und in der nächsten Folge weiter. Und ich sage bis dahin.